Was es schon gibt, oder was? Nein, ich hab gefurzt. Hi! Hi! Das ist der Dennis. Hi, komm, wir filmen uns mal gegenseitig. Hallo! Und das ist der Rotschi. Ich kennt ja keiner. Komm, ich finde, du sollst auch mal mit Video. Georg, verkackst! Warte! Aufsteh, anders drum. Ja, komm mal mit her, wir müssen uns ein Intro fürs Video machen. Komm mal her, du darfst klopfen. Genau. Mach ein Intro mit deinen Töpfen. Ja, kommen Sie mal rüber. Hallo, grüß euch, schön, dass ihr da seid und dass wir auch da sind. Und was soll ich sonst noch sagen? Genau, dass wir auch da sind. Dass wir alle da sind, ja. Und der Kohle Toffe da auf jeden Fall. Das ist jetzt schon gemein. Du bist sogar jeder Sonder. Du bist mein Lieblings. Ja, ich bin der Lieblings. Das ist ja Edelweiß, sondern das ist wie bei den Schlümpfen. Ja, die dann auch. Das ist der kaputte Hosenschlumpf. Spendet, sie kommen, können eure Hosen nicht mehr kaufen. Ein Frühstück hat es auch schon gegeben. Wir haben so vernünftige Leute. Super. Von den Edelweißsadler. Ah ja, genau. Also, wir sind am Chiemsee, treffen. Das macht ja Nina so ein bisschen klar mit, aber andere Leute, die haben das jetzt noch kurzfristig so ein bisschen auf die Beine gestellt. Und jetzt kommt der Heli? Er hat es wieder verkackt, das wurscht. Lass es ignoriert es einfach. Nein, heute ist noch Rallye. Kurz Essen gibt's, alles ist mega geil. Und beim nächsten Mal, wenn es das ausschaut, seid ihr auf jeden Fall auch dabei. Gehen wir Gas. Ja, gehen wir alle Gas. Gas. Ratschi ist einmal da. Den Hallo. Autogrammstunde in 2 Stunden. Ja, genau, von mir. Achso, dann kriege ich Fahrrad. Rickard, dein Wagen! Ja, du Wurschtbubi, du. Ist er? Was war jetzt der da? Ja, der Pulli! Der ist ja schon Helmut. Helmut! Mit Frau. Morgen was? Einzige, das schaut seine Frau mit. Das ist gut. Muss ich nochmal sagen? So, jetzt sagen wir euch jetzt mal ganz kurz den DTI-Shop noch. Da sitzt eine ganz begabte Verkaufsdame, die wartet schon auf uns. Von DTI. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. War perfekt. Was müssen wir jetzt machen? Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt haben wir da noch einen Job schon her. Aber alles mit der Zeit, ich muss noch Bier trinken, damit ich ein bisschen lockerer werde. Ich hab da einen Topfen. Was ist das Schönes? Das sind Restaurationssets. Die haben sehr gut für Münster rein. Ja, erklären Sie mal. Also wir gehen also von links. Das ist ganz wichtig. Genau, für heute. Also das sind Bänder. Okay. Was kann man mit denen machen? Rumbändern. Das sind Startnummern. Aha. Essens, Getränketokens, das ist ein Topf. Michelle. Okay. Preisliste. Markus Brüsche Reinigungsset. Für die Jungs mit dem 68er Leitwert. Ja, das sind so Reinigungskits, die sind mega gut. Weiztaschen, Gerrit, Fundboxen, Poncho, weiß ich nicht. Noch mehr. Oh, die sind auch gut. Kennst du alle von unseren Videos? Super. Wann ist denn Gewinnspiel? Die haben wir im Gewinnspiel verlost, ja. Okay. Pinpointer. Sehr sympathisch. Gefällt mir. Spulschütze. Was ist am Start? Das ist für die Goldsuche am Strand. Für die Goldringe. Ja, funktioniert denn das am Strand? Ja, du steckst das Ding in den Sand rein und köppelst raus. Ja, nice. Da übrigens noch eine Veranstalterin, muss man auch gleich nochmal sagen. Die hat Hallo. Das Ganze nochmal auf die Beine gestellt. Das ist die Monika. Servus Monika. Sehen wir uns eigentlich. Ja, Servus. Ja. Ich meine, steht der Name drauf? Nein, ja, der Wickerl. Wickerl. Alles gut. Wickerl, der war nicht draufschauen. Wickerl. Ja, genau. Cabbies, T-Shirts ohne Ende, also gibt es alles am Shop, da nochmal Goldwasche vorne, das Scuba Tech Tor, also für Unterwassersuche eigentlich auch ganz geil. Kann man auf jeden Fall am Strand verwenden, wenn man so ein bisschen Hobby-Schatzsuche ist, am Strand, Urlaub, kann man mal seine Kinder, wenn man es los hat, möchte ein Scuba Tech in die Hand nehmen. Ja, das ist Kaffee. Kaffee. Das Produkt seiner königlichen Hoheit, der Maxi und ein Abwehrdetektoren. Da hinten übrigens, das sind noch die Schlafen. Das haben sie echt cool gemacht, also Übernachtungsmöglichkeit ist dann auch einmal gegeben. Da kannst
kann man dann lässig schlafen. Kommt gerade nach Österreich heraus. Fragen wir mal, wie seine Anreise war gestern oder wie viel Bier, das er gestern getrunken hat. Grüß Gott. Grüß Gott. Du musst jetzt kurz erklären, wie deine Anreise gestern war, ob es lässig war oder nicht. Anreise war eigentlich ganz okay. Man fährt halt ein bisschen mit dem Auto durch die Gegend, sieht das schöne Bayern. Und ja, was soll ich sagen? Du hast gestern nichts getrunken, oder? Nein, ich schädel wieder. Ja, du wurscht mir das auch grob, du. Wir unter dem Essen filmen. Ich glaube, dass du spürst. Das Wetter wird jetzt besser. Also, jetzt geht dann gleich die Rallye los. Aha. Und da hocken wir uns jetzt mal zu den netten Kameraden. Da werden gerade Funde besprochen, ausgetauscht. Und ich übergebe jetzt mal an Chris, der darf jetzt weiterreden. Ja, der Chris. Oh. Chris, servus. Tachchen, was los? Was gibt's denn so Schönes da zum Herrn? Das könnte ja nicht jedes Mal. Nein, wir fachsimpeln hier ein bisschen. Hat zwar keine Ahnung von uns, aber. Keine Ahnung, aber davon jede Menge. Oder das der. Herr Ludwig Kühlmann, was jawohl, ist los? Wir begutachten gerade die Tokens, die ausgebracht worden sind auf dem Feld, wo wir jetzt dann gleich hingingen. Praktisch, diese Gegenstände müssen dann mit dem Metalldetektor geborgen werden und derjenige, der dann am meisten gefunden hat, gewinnt dann einen hübschen Preis. Mich nackt zu Hause im Bett. Erstmal hallo zusammen. Ich nehme mit. Servus. Servus. Wir haben 6 unterschiedliche Arten von Token oder Antiken vergraben. Original. Römische Goldnieten oder Goldblättchen geben 3 Punkte. Original Silbernieten, auch Alu genannt, mit silbernes oder silbernes Blättchen gibt 2 Punkte. Und die kupferfarbenen Niete oder Blättchen gibt 1 Punkt. Die kupferfarbenen Blättchen, dass euch kurz das Herz stehen bleibt, haben auf der einen Seite eine Patina. Ah. Dann hat die Firma DTI freundlicherweise noch 30 Direktgewinne versteckt. Okay. Da findet ihr hier so eine Gerrit-Münze, müsste das sein. Ja, 55 Jahre Gerrit. Dann meldet ihr euch bei der netten Unterstützerin dieses ganzen Events, die Janina, und die wird euch dann euren Direktgewinn austeilen. Und dann haben wir noch was ganz Schönes verbuddelt. Wo ist er? Der Florian. Florian! 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 Komm her! Da ist der Florian, der trinkt gerade sein Spezi. Ja? Der Florian hat da ein paar Kappelheimer Token drauf rumgeworfen. Ich weiß, wem das nichts sagt. Das sind Token auf keltisch oder mittelalterlich getrimmt. Und da steht einfach nur drauf: too late. Die sind einfach nur wunderschön, gibt leider nichts dafür. Oh. Ja, ein Bier. Ein Bier. Aber wenn ihr den Token seht, habt ihr den Gewinn schon in Händen. Das ist wirklich ein wunderschönes Ding. Begrenzte Auflage. Für mich, genau, begrenzte Auflage, gibt es nur 50 Stück auf der Welt bisher. Also wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, weil es kommt noch einer vom Bahnhof. So, hier haben wir auch die Bahnverspätung. Ponchos, die guten, passen in jede Fundtasche, wenn man heute nicht mitnimmt. Ja, also hier sind sie, nehmt euch ein und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie ich.
Weil ich den nämlich nach am Ende mit dem Wasserschlauch und Spritzer schab. Aber nur warmes Wasser, am Ende bitte. Bei uns abgeben? Genau, die Funde werden abgegeben. Seid so, fair. Hier drin? Ja, genau. In dem Säckchen die Funde reintun. Abgeben, seid fair. Tauscht nichts aus. Oder genau, also Löcher zumachen, größere Eisenteile, seid nett zu dem Bauern, der uns da unterstützt, nimmt sie mit. Es gibt keinen Schrottpreis oder so, aber... Habe ich es in den Tiefen des Universums reingeschmissen und jetzt finde ich es nicht. Schau her, einer hat schon perfekt gefunden. Ja, super, da danke dir. Jemand. Ja, sicher freue ich mich. Über jeden Fund freue ich mich. Danke. Gefunden hat. Das ist ein keltischer Schottenrock. Man beachte dieses klassische Karo-Muster von dem Stamm der Ubier, nicht mit den Trevern. Magst du es mal aufheben, damit wir es besser zeigen können? Was? Aufheben. Ich heb den Rucksack schon lassen. Das Rücken. Das ist aus dem Fundzusammenhang gerissen. Das muss. Komm, da liegen Sie mal mit dem Eimer. Ganz vorsichtig, nehmen Sie mal. Komm, ich helfe Ihnen. Das ist der Schlüpfer von der Bäuerin. Ich hab Angst. Er ist explodiert. Wir haben ein kurzer Randfund vom Feld jetzt vom Georg da gerade. Das ist gerade ein Silberkreuzer gefunden von 1800. Also sagt es aber, so eine Rallye geht es nicht nur um die Preise, man kann auch so ordentlich abrammen. Schöne Silbermünzen noch vom Georg. Genau. Georg! Was ist denn? Freust du über die Silbermünzen? Ja, ich freue mich sau sakrisch über die Silbermünzen. Weil Oma war's. Ja? Ja, das ist seine Tochter. Ja, wenigstens wegen. Was ballert man jetzt aus? Nur mit Silber, oder? Ja. Das ist so ein Silbertoken, genau. Das sind zwei Punkte. Glückwunsch. Dosen sind nicht zu. Pass auf, die sind nicht zu. Ja, warum magst du sie nicht zu, der Wurstbuhr? Nein, du Wurstbuhr. Wieso das? Oh, tschüss Jungs, bin reich. Ja, schon spart. Was ist denn? Ging ja scheiße, oder? Irgendwann wird umgeschlagen das Blei. Hey, hey, hey. Aufgeregt. Mach. Ja, hot. Das ist 3 Punkte. Was gibt's so Schönes? So was Getränke technisches, oder? Ah. Jetzt raus die Dose. Yes. Wunderschön. Wo ist denn der Ratschi? Ja, viel Glück. Ratschi! Ja, mal. Ratschi! Ach, ach! Wo ist er? Du nimmst was ab. Cool, danke dir. Super. Danke. Geil, Alu. Schon was Schönes gefunden. Ja. Ja, cool. Und noch was. Silber. Oh, Goldplätze. Mhm. Ja, perfekt. Wie soll es weitergehen?
Danke. Was sehe ich denn da in weiter Ferne? Nix, wenn ich's finde. Ich finde nichts. Mit? Nein, ich habe erst. Ich habe erst zwei Stück. Zwei Golden oder? Oder nein. Einmal Gold und einmal Kupfer. Ja, schau her. Ja. Schon mal Apps. Also das Lappenball kam jetzt gerade noch und. Das ist das Lappenball noch ganz nah. Also. Na, aber es ist schon was gegangen von den Token her. Ja, so eine mittelalterliche Münze habe ich gefunden. Ja, ja. Ne, echt? Ach, das sind die Nachgemachten, die es auch verstreut haben. Ja, die haben cool gemacht. Ja. Na, warte. Danke für gut Fund. Ja, wir haben halt auf der Rallye unterwegs. Warte, ich habe noch einen Kelten. Einen Kelten hat er auch noch. Kurz erschlagen hat er irgendwas. Zitter schon wegen. Ich. Dann nochmal um. Ja, die haben cool gemacht mit der Sonne. Jawohl, den habe ich gemacht. Ja, dann weiter in der Goldfunds. Danke. Ist das Aluminium? Ja. Nieder. Geradezu, oder? Selbstverständlich. So, dann schnappen wir uns mir unseren Dennis mal. Wir schauen mal zum Fonsi rück. Scheiße, ich find's nicht. Das ist so schwach. So was Kleines. Ja. Passt, wir schauen in einer halben Stunde, dann schnell wieder vorbei. Ja. Ja, Sie müssen ja erzählen, was ist los? Was haben Sie gefunden? Ja, ein Goldtocken, ein Silbertocken, Kupfer, zwei Silbernieten, eine Goldniete, zwei Reispfennig. Also es läuft gut? Es läuft. Dann schau ich mal zu Ende, weil es nicht so gut läuft. Ich brauche ein bisschen traurig. Erzählen Sie mal. Was soll man denn erzählen? Alles. Was wollten hören? Wollen alles. Nein, ihr wollt nicht alles wissen. Alles möchten wir wissen. Was soll ich jetzt erzählen? Ja, was ist so los? Was gibt es zum Bringen? Was kann man alles machen am Chiemsee? Ich war die Preise nicht auswendig, ich habe die Liste nicht dabei. HC Max. Na, auf alle Fälle bin ich riesig froh, dass das Treffen jetzt ganz toll läuft. Trotzdem Wahnsinn eigentlich mit Absage und nur 9 Tage Zeit zum Organisieren. Danke, dass ihr alle da seid. Ihr seid super. Ja, ist echt klasse. Also ich muss auch nochmal ganz groß aussprechen für die kurze Organisation. Es hat echt super gut gemacht. 9 Tage. Es gibt super Essen, es ist alles überdacht. Keiner hungert. Das Wetter haben sie auch noch gebracht, obwohl sie das Regen vorausgesagt haben. Es ist trocken. Ein Riesenfeld noch organisiert, die Preise alle noch, also die Token alle schnell ausgebracht. Also ein ganz dickes Lob auch dann von unserer Seite. Wir haben auf jeden Fall nächste Woche dabei. Freut mich total. Passt. Dankeschön. Herr Schnecke. Schau mal. Was ist da? Ein Golfball. Ja, das ist, weil wir so nobel sein. So nobel sein, weil wir mal Golf spielen. Eine Runde Golf spielen. So, hier machen wir es weiter. Wir haben ein bisschen kaputt, fast wie neu. Ja, sonst ist nicht wieder. Detektor alt! Schorte, da ist den Detektor jetzt weg und den Spat! Boah, Alex, so Spat, ich war schon lange, Mann! Ende, oder? Ende! Der wird disqualifiziert da unten! Nummer 6! Disqualifikation! Sorry, disqualifiziert, die legt mich am Arsch. Ah, da vom Feld runter, bitte! Du bist so ein Wichser! Wie schaut's aus? Gut? Sehr gut! Es freut mich! Ja, das schaut nicht schlecht aus. Die Hosen wascht man, gell? Grippe! Ich weiß nicht, wie viele sind. Schau hier. Münze, Nieten, verschiedene. Viele. Na, schaut gut aus. Wie ist gelaufen? Servus. Servus. Ich hab gerade angefangen und dann war schon Ende. Oh. Ach so. Wie der Nino gesagt hat, ich soll ihn aufhören, das geht noch. Aber dann war es schon. Er hat ja Nino wieder Fehlinformationen. Ich muss erst mal einen Kaffee springen lassen für den. Bergfunden. Gleich, oder? Aha. Zwei Sofortgewinne. Ja, waren Sofortgewinne. Wie hast du so paddeln? Ordentlich. Schon zwei habe ich. Ich habe zwei Blattl gefunden. Echt?
jawohl, die Schlammschlacht gewonnen. Oder auch nicht. Auf der Rallye selber. Das sind jetzt die Preise 10 bis zum 4. Platz praktisch. Gibt es jeweils eine Pfundtasche und eine Pfunddose für die A-Klasse. Also da gingen halt nicht so viele Leute leer aus. Dann der 3. Platz ist dann der NX6-Sparten von den Diggers. Dann natürlich der Gerrit Pro-Pointer. Die Möhre auch. Und der 1. Platz bei der Rallye ist dann der Garrett Ace 400i. Also ich muss sagen, für das, also echt Top-Preise für die Rallye. Es waren glaube ich irgendwie 50 Leute oder so dabei, also da ist jetzt eigentlich wirklich gut was drin gewesen für jeden, der halt da dabei war. Und dann jetzt noch ganz kurz zu den Preisen. Von der Verlosung, der 1. Platz ist da der AT Max. Ich sage jetzt dann noch so einen NX6-Spartensäge rumfliegen, die neue Handschuhe von Garrett, glaube ich. Weizpfundtasche. Eine Weizpfundtasche. Und ein paar Pfundboxen. Also auch wirklich zwei Pfundtaschen. Und als Hauptgewinn gibt es den jungen Mann mit nach Hause für die nächsten 3 Tage. Frau, kauf lose. Da würde ich gerne noch was sagen. Also danke, dass ihr heute alle gekommen seid und auch gestern schon mit so vielen hier wart. Ich möchte mich nur ganz kurz vorab bedanken. Ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, dass wir sehr, sehr kurzfristig das hier übernommen haben. Innerhalb von einer Woche hat hier ein ganz, ganz kleines Team das auf die Beine gestellt und ich würde mich halt einfach gern bei dem Team mal bedanken. Das sind der Florian da hinten am Grill, der den ganzen Tag und das ganze Wochenende gegrillt hat. Und da hat er sich auf jeden Fall drum gekümmert. Und dann würde ich auf jeden Fall gerne mal kurz die Moni hier rüberholen. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Beschwert sich kurz einer? Nein? Okay. Nein. So, Moni hatte, glaube ich, die meiste Arbeit. Also sie hat das Ganze von Mike übernommen, hat die ganze Woche mit Mike gekämpft, hat ganz viel hin und her diskutiert. Ich glaube, den ganzen Tag telefoniert, nicht mehr geschlafen seit der Woche.
hat die Rallye organisiert, hat alle Token auf dem Feld eingegraben, hat die Preise organisiert, hat das Gelände organisiert, das Feld organisiert, Essen, Getränke. Es gab nichts, als wir letzte Woche Dienstag hier angefangen haben. Und eigentlich hat Moni 99,9% alleine gemacht die ganze Woche. Und dafür würde ich mich auf jeden Fall gerne noch mal kurz mit einer Kleinigkeit bei dir bedanken. Ich weiß ja, was du dir gewünscht hast. Und danke und vor allen Dingen, ich denke, ein ganz fetter Applaus, denn ohne sie hätte das auf keinen Fall stattgefunden. Ich habe noch einen Helfer vergessen. Ganz unfreiwillig ins Helferteam ist der Günther gekommen, der die ganze Geschichte heute als Schiedsrichter und auch vor allen Dingen als Mitauszähler, Juror, die ganze Rallye mit organisieren durfte, nochmal Dingsmo. So, dann haben wir ein paar nette YouTuber hier, die das Ganze jetzt unbedingt weiter moderieren wollen, damit ihr mich nicht weiter ertragen müsst. Okay, das ist der Peso, die Edelweißhändler. Wen haben wir noch hier an YouTubern? Den Olli, Subterrain Bayern, den Simsim Maulwurf. Habe ich immer vergessen. Noch ein YouTuber, der sich gerade kurz gefunden hat. Ach, den Martin. Raci, ich habe den Raci vergessen. Entschuldigung. Ich habe sogar Werbung am Kopf. Okay, die beiden fangen dann mal an. Hallo, ich begrüße euch. Und an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an DTI, dass sie das überhaupt möglich gemacht haben, dass wir alle hier sind und dass das alles so läuft. Und an die Moni auch nochmal ein riesen Dankeschön. Gerne. Absolut. Was ist das? Test, test. So, dann würde ich sagen, es geht los. Mit der Nummer, mit Platz Nummer 10, mit der Nummer 17, mit 29 Token, die Nummer 17, ein Helmut Stalleder. Helmut Stalleder, Nummer 17, 29 Token. Helmut! Super! Ja, herzlichen Glückwunsch, gell? Gratuliere. Genau, wir brauchen noch ein Foto. Genau, die Top 10 sind auf jeden Fall hier bleiben. Also die Top 10 bitte hier bleiben. Helmut, du gehörst mit dazu. Ja, also den nächsten Mal. So, dann mit der Nummer 21. Es ist die Stefanie Reim und die hat 30 Token geschafft. Punkte! Punkte! Stefanie Reim, Nummer 30. Ja. Stefanie Reim. Nicht mehr da? Nummer 30, Stefanie? Nein, Nummer 17. Ne? Markus Wetzel, Nummer 20, mit 32 Token. Markus? Mein Chauffeur. Markus, ich danke dir nochmal an dieser Stelle. Start Nummer 6 mit 33 Punkten. Ich habe gelernt, das sind keine Punkte, sondern Punkte. Der Georg Dirnberger. Wo ist der Alugräber? Ja, wo ist er denn, der Alugräber? Ja, mit dir haben wir nichts. Georg, viel Spaß. Dankeschön. Super. Herzlichen Glückwunsch. Nummer 28, Micha Steinbeck mit 36 Punkten. Hey. Wie alt bist du? 14 Jahre, mega. Finde ich super. Immer gut bunt, gell? Ja. Gut bunt. Start Nummer 7, eine Dame mit dem Namen Helen Schroll. Mit 40 Punkten. Helen Schroll.
Sehr gut, ich gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin ganz sprachlos. Ja, genau. So, mit der Startnummer 13 ein Jonas Bender mit 41 Punkten. Jonas Bender, Platz 4. Gratuliere. So, und jetzt kommen wir zu den Top 3. Trommelwirbel. Also, die Top 3. Wir fangen an mit der Nummer 3, mit der Startnummer 15. Ein Daniel Becker mit 53 Punkten. Daniel Becker. Platz Nummer 3. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Gerne. Das ist aber schon ein Lila, ne, oder? Und Platz Nummer 2 mit der Startnummer 29, 57 Punkte, Christian Hafner. Also eine große ist für mich noch drin, Christian, oder? Gratuliere, super. Danke. Ihr habt gemerkt, wir haben nur noch einen Platz und ich fahre wirklich zu sehr, sehr vielen Rallyes im Jahr und ich glaube, wir haben hier ein Novum, weil wir das eigentlich so noch nicht hatten auf irgendeiner Rallye, die ich mitbekommen habe, weil es gibt eine weibliche Gewinnerin der Rallye. Was ist denn das? Jetzt bin ich echt so. Und erwähnen mal. Und mit Abstand, mit Abstand. Mit Abstand? Ja, mit Abstand. Richtig mit Abstand. Okay. Wow. Also ich muss sagen, Platz 2 waren 57 Punkte und Platz Nummer 1 mit 96 Punkten. Der Start Nummer 33. Dass er erst vor 14 Tagen seinen ersten Detektor gekauft hat. Also an dieser Stelle, wow, herzlichen Glückwunsch. Mega. Ich habe mal meinen Gruppenfoto gegeben, oder? Ja, noch ein Foto mit der Gewinner. Also, Dennis, es wäre toll, wenn die... So, jetzt geht es dann gleich weiter mit der Verlosung. Eine kurze Pause. Ich bin ja froh über meine Assistentin, die ich heute kennengelernt habe. Das ist die Assistentin Ludwigiana. Ludwigiana. Von Persistan. Von Persistan. Von Persistan. It's an honor to meet you. Oh, nice to meet you too. Oh, yeah, yeah. Great to have you here, man. Oh, yeah, me too. I'm so thankful that I can be... You feel so soft. Yeah, I feel super soft. I'm comfortable at the moment. I put a lot of hard work in my body, so I can confirm it. That's super amazing. Thank you very much. Kannst du noch kurz schnappen? Wo ist er denn? Der zweite ist schon viel geiler. Der zweite? Was? Der Kämmer Agleiner. Was? Wo ist er hin? Schau her, noch mehr, ein Komplettpaket, das ist der Wahnsinn. Ja, war das dann ein Hortfund oder wie war das dann? Hat die Token bei dir gerade so... Ja, das hat die ganze Zeit pip, pip, pip gemacht. Dass du wirklich aufstehst, aufheben, weiter aufstehst. Ja, sie geht seit 14 Tagen zusammen. Perfekt. Perfekt. Ja, da hat es eigentlich keinen besseren Treffer kennen. Und jetzt hat es von uns noch eine Pumpbox gekriegt. Ja. Von uns, Edelweiß Online. Ja. Wohlgemerkt. Okay, mal. Eine Pumpbox gekriegt und genau zwei gefunden. Na, auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, so freut uns die Dose, die ihr gekauft habt, die Einnahmen davor, die gingen natürlich alle an einen wohltätigen Zweck. Der Mann, der über mir hat den ganzen wohltätigen Zweck ins Leben gerufen und der erklärt euch jetzt mal ganz kurz was dazu, um was das da geht. Ja, liebe Gäste, liebe Sondler, es ist nicht mehr hart, wenn ihr Geld kriegt, mehr Dankeschön sagen, für Geld kommt für alle. Und die Aktion Kaminkeller, ich hab vor Jahren die Aktion Kaminkeller ins Leben gerufen. Ich bin so bei angeguckt, wer ist mit dem Bürgermeister und hab mir gesagt, macht man mal was mit Kaminkeller. Und aus das ist eine Aktion geworden, die wohl mittlerweile schon 2,5 Millionen Euro an Spenden zusammengebracht hat. Wow. Durch ein kleines Ding. Ich hab 2000, 2002, 2004 und 2008
immer riesige Staubfässer gemacht, habe immer behinderte Kinderumgebung unterstützt. Sogar, wenn ich jetzt da vorbeikomme für den Fegerer, habe ich mir ganz so nebenbei ein Kind, das hat einen offenen Rücken, das wird unbedingt ein Baumhaus. Auf dem Baumhaus den Steinkinder, da haben wir ein Gartenhaus gekauft. Das werde ich nie vergessen, wenn ich da vorbeigefahren bin. Ich habe 2006 einen Herzinfarkt gehabt, da bin ich ein bisschen kürzer treten. Und 2004 habe ich von einem Kollegen gehört, der hat ein krebskrankes Kind. Und der hat, den habe ich dann unterstützt und der hat gesehen, was ich auf die Füße gestellt hat. Und dann hat er die Glückstür der Kaminkeller, der Schornsteinfeger gegründet, die, die sich für krebskranke Kinder in ganz Deutschland einsetzen. Und aus denen, die haben mittlerweile auch schon 2,2 Millionen Euro zusammengebracht und unterstützt die, wo es geht. Ich habe gesagt, wir haben einen schönen Abend. Denkt mal dran, es ist nicht, ich werde nie vergessen, wenn ein 12-, 13-jähriges Mädel zu mir kommt, weil ich Geld gegeben habe, jetzt kann ich mir wenigstens ein Perücken kaufen, weil ich auch so schön bin wie meine Freundin. Aber das sind schon Sachen, die gehen ans Herz. Und ich habe heute schon gerade einen Freund getroffen, einen Julius. Gell? Ich habe gesagt, geht jeden Tag auf Vaterunser, wenn ihr gesunde Kinder habt, wenn ihr gesunde Enkel habt. Das ist das größte Geschenk Gottes, glaubt es mir. Und wenn man dann ab und zu ein Leid sieht, ich war zuerst mal in Italien, da habe ich wieder 5.000 Euro gesammelt und da habe ich die Hälfte der behinderten Kinder unten gegeben. Wenn die also Mutter umarmt, ich habe heute die Gans hat, wenn es dir helfen kannst. Und durch das mir einfach bei allen, die losgekauft haben, und ganz besonders, du hast die Preise gestiftet. Gell? Und normal ist, da braucht man einen Kaminkeller geküsst, also Kinder. Ich möchte mich ganz herzlich für die Preise bedanken. Euch alle möchte einen schönen Abend wünschen. Und ich sage nochmal ganz aufrichtig, im Namen der kranken Kinder, vergelt's Gott. Danke. Das geht für jeden Euro, ich laufe für jeden Euro, glaub mir das. Für, okay. Ob das 5 Euro oder 1000, ist einfach schön zu helfen. Also wir haben heute mit dem Losverkauf, das gebe ich jetzt auch direkt bar weiter, damit ihr seht, das landet auch wirklich da, wo es hin soll. 1300 Euro für... Ich verspreche auf mein Leben, ich werde das Geld nächstes Jahr wieder, ich tue das ganze Jahr sammeln, in Lübeck ist ja der Bundesverbandstag, wo ich das dann wieder übergibt, das Ding. Ich werde es nächstes Jahr abgeben, ich schwöre auf mein Leben und man kann wieder da helfen damit. Recht schönen Dank. Wir fangen an mit dem ersten Los. Also das erste Los ist die Nummer 698. Die Nummer 698. Die Nummer 2 ist die 823. Entschuldigung. Ich muss gerade nach ein bisschen Preis ausgesucht haben. Ja, sonst sieht das nämlich ein bisschen gefaked aus, mein Bester. So, eine Pfundtasche. Eine Pfundtasche hat gewonnen. Die Nummer 618. Ja. Super. Ah, danke schön. Sehr gerne. Perfekt. Warte. Eine All-Purpose Backpack Rucksack. Backpack. Gewinnt die Nummer 657. 657. Ne, du hast schon gewonnen, kriegst nichts. Danke. Super. So, schon gut. Oh, eine Whites-Fundtasche, oder? Hey, jetzt kommen wir, jetzt haben wir gute Zeug. Was ist das denn? Eine Whites-Fundtasche. Oh, jetzt wird schon richtig spannend. Oh. Hat gewonnen die Nummer 918. Nein! Wo ist er denn? Da ist er. Ja, super. Für Angler und Sucher gleichermaßen, die Fundbox.
Die Nummer 818. Ja. Lass alles nochmal. Auf das. Einen Rucksack. Die Nummer 702. Wer hat da Backpack? Ja. Ich als Kölner dürfte sagen, lernt Deutsch. Das ist gefährlich in Bayern. So, nochmal eine Gerrit Fundbox, die Nummer 622. Das heißt auch nicht Box, sondern Schachtel, gell? Ja, 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 ja. Ich habe gedacht, das heißt Kistel. Unglaublich, aber. Du bist noch vor? Ja, genau. So, was wolltest du hier mal filmen hier? Schau dir das mal an. Ja, der Tom, der hat was nachgeschlagen. 50 Dose. Ein Rucksack. Ein Rucksack hat gewonnen, die Nummer 558. Ja! Der Riesner. Aber ist kein Front Control, kriegst du zu Hause hin? Das Kind zweiter Mal ist da, der nächste Rucksack. Der nächste Rucksack geht an die Nummer 715. Ja, nochmal. Okay. So, als nächstes gibt es eine Garrett Fundtasche, die Nummer 980. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Es gilt nicht mehr, jetzt ist es zerrissen, gell? Das ist kaputt. Danke. So, dann geht's weiter mit einer Gerrit Funddose. Die Nummer 614. Ja! Ein Käppi oder zwei? Ah. So, als nächstes kommt ein Käppi von Garrett. Hat gewonnen die Nummer 974. Deine Schulter, Mann, deine Schulter. So, als nächstes gibt es wieder einen Rucksack. Die Nummer 910. 910. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Das ist mein Lab, muss er abhaben. Und der nächste Rucksack. Und nochmal ein Rucksack. Die Nummer 509. Ich habe da Garantie bei der Janina. Ein Käppi, die 439. Ich weiß, ich hab's ja verkackt. Das ist ja eine Olle Zeug. Da, nix mehr hier, Mayhem. Kannst dein Käppi wechseln. Jetzt kriegt der auch noch was. 544. Du musst bei der Lohnung sein. Ja, super.
Sauber! Jawohl! Der macht spannend. Genau. Da ist er noch. Oh. Hey, super. Ja, so, die letzte Mütze. Jawohl. Sondermodell Mütze, das letzte Stück. Die Nummer 648. Also nach der Verlosung bitte die Lose noch nicht wegschmeißen. Weil man muss ja auch sagen, für den karitativen Zweck habt ihr echt super viele Lose gekauft. Es kommt einem guten Zweck zustande. Und wir machen so eine kleine Charts. Wer die meisten Lose über hat, kriegt eins und dann so weiter und so weiter und so runter. Weil es gibt garantiert hier einen Tisch, der sitzt mit so vielen Losen, hat man nicht gewonnen. Das Ding ist ja sicher. Was? Gut. Wir fangen an mit einem NX6-Spaten. Jetzt wird spannend. Schütteln wir nochmal. So, wir schütteln nochmal alles die ganze Nolle durch. Bringt ja nichts. Ja. Nein. Wir fangen wieder mit der letzten Zahl an. Das ist eine 5. Dann kommt eine 9. Und dann eine 7. 735. Das gibt's ja nicht. Ja, super, Tom. Schütteln wir ein bisschen rum. Jetzt schütteln wir mal. Du hast es schon bezahlt gemacht. Ich schüttel einfach mal rum. Das ist eine Garrett-Tasche. Geht nicht wirklich. Ich kann euch eine leihen. Ey, wer dumme Kommentare hat, mit einer Ausgabe. Ja, danke schön. Jetzt geht's nämlich um die Wurst. Dominik, mach weiter so. Mach mal 56. So langsam bist du mit dem Herz drin. Als nächstes die Möhre, ne? Kennt jeder, super Ding. Ein gelbes Los. Von hinten fangen wir wieder an, die Nummer 1. Dann eine 5. Und dann die 4. 451. Ja. So, jetzt müssen wir noch mal ganz tolle durchmischen, gell? Das kannst du richtig mischen. So, als jetzt, jeder kennt mir den Artimax. Also wirklich ein super Ding. Hey, dann verkauft man aber. Ein oranges Los. Es fängt mit einer. Wir fangen mal wieder von hinten an. Eine 8. 4 plus 3. 7. Und die 8. 878. Das bin aber nicht ich, ich bin stellvertretend für Kevin. Für Kevin, ja, der muss Kevin da. Kevin auch gesponsert, super. Perfekt. Aber. Was macht man denn? Wer am schnellsten seinen Namen rückt? Zum Ersten! Zum Zweiten! Und oh, hier. Also, die Idee ist ja gut von den Amis, ne? Also, so, wo waren wir jetzt? Zum Ersten! Hier, genau, hier. Zum Zweiten! Und so! Vielen Dank. Da ist der höchste Hit im Montag. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Einen! Ich hoffe, jetzt mal noch schnell rüber.
wieder. Was machst du überhaupt neues her? Geht schon was, ja? Für wann haben Sie? So, und ich glaube, jetzt haben wir es durch. Das ist der Höchstbietner. Zum Ersten. Zum Zweiten. Und zum Dritten. Oh, nochmal. Oh, noch mal. So, es tut mir leid. Das war das Ding. Auf dem Ohr bin ich tausend, da höre ich nicht mehr so gut. Ach, was? Ja, was? So, der Höchstbietner. Zum Ersten, zum Zweiten! Jetzt habe ich keine. Ja, was denn noch? Also, der Höchste ist jetzt hier. Zum Ersten, zum Zweiten. Nein! Nein. Also nochmal 50 Euro, glaube ich, waren es. Ich hoffe, ein paar Wunder da, gell? Ich kann meinen Hut gerade nicht von dir ziehen, da geht der gerade rum. Zum Ersten, zum Zweiten und zum... Wo war das? Einmal noch. Einmal noch. Zum Ersten, zum Zweiten und zum... Ab jetzt und dann geht die Scheine weiter, okay? Okay. Zum Ersten, zum Zweiten und zum... Ey, wie oft wollt ihr mich das sagen lassen, ne? Ja, hör deine Stimme noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Du hast geschafft. Günni. Ja? Wir ziehen das Geld dann noch offiziell ja aus. Ja, klar. Ja. Zum Ersten, zum Zweiten und zum... Alter. Nee, du, hörst auf! Maxi! Vielen Dank. Also auch noch mit 500 an der Stelle. Ey, Max. Super klasse. Zeltekanter. Zum Ersten, zum Zweiten und zum... Um. Wow. Also, ich glaube, wir können ja so eine kleine Karte stehen lassen, aber ich glaube, die Auktion hast du gewonnen. Aber ich glaube, das Geld ist da besser investiert und nächstes Jahr kommt eh was Neues raus und dann finde ich das eine gute Sache. Hey, klasse. Super, klasse. Danke. Wir wollen es gerade auszählen, dass wir auch wissen. Ich zeige gleich jetzt noch Scheine. Ich möchte gerade rechnen. Ja, ich fand das Wahnsinn. Hey, ist ja mein Nachbar, der kann mich relativ wieder gleich mit und bringe es am Heiter vorbei. Cool. Hätte man besser eine Dose versteigert, wäre mehr rumgekommen. Ja. Also, das sind 285. Alter. Das sind 10? 10? 10? 295? Ja. Nummer 10? 305. Ja, 305. Ja, 305, ja. So. 305. Ja, aber da sind deine da. Ich mache immer 5er auf, 305, haben wir das Geld. 310, gell? Ja. 310. 315. Nummer 5er. 325. Nummer 5er. 330. 31. 32. 33. 34. 34, danke. 35. Ja, machen wir 336 Euro, ich sag's schnell, oder? Also, ich würde sagen, jetzt, wenn alle, die mitmachen haben,
wirklich jetzt da zum Schluss nochmal ganz, ganz großes Kino. Moni, was tust du jetzt? Wir fahren jetzt nochmal auf die Piste, nochmal 336 Euro zum Thema. Also wirklich ein Oberwahnsinn, da danke nochmal alle fürs Mitmachen.